Dann mal los. Was ist zu tun? Okay. Bereit! Arbeiterdienst bereit. Blitzschnell. Eine kluge Entscheidung. Das hört sich gut an. Arbeiterdienst bereit. Entscheidung. Zu Diensten. Ich schweige und gehorche. Arbeiterdienst bereit. Befehle, was ihr wünscht. Okay. Alles fließt. Nicht in euren Tod laufen. Nach der nicht kämpfenden Einheiten. Was ist so? Oh, Drahtschlauch. Ja. Blitzschnell. Euer Befehl? Zu Diensten. Sofort. Euer Befehl? Aber ja doch. Hört sich gut an. Eine kluge Entscheidung. So, erstmal alle Basen dann auch noch vernichten. Genial. Oh, da oben ist ein Turm. Extra für dich. So, hier müsst ihr jetzt erstmal alle die Türme kaputt machen. Was gibt's zu tun? Ich kümmere mich darum. Schwergewichtig. Schwergewichtig. Auf geht's! Ziel bestätigt! Formation! Wissen ist Macht. Es soll geschehen. Nächste Aufgabe. Rock'n'Roll. In Position. Ich kümmere mich darum. Naja, euer Befehl? Ich glaube mal, das steigt ein. Reicht, ich tue mal einfach mal alle nach oben. Anweisungen, dann mal los. Gibt es da nicht noch, gab es da nicht noch so ein zweites Boot? Segel gesetzt. Ja, es müsste noch drüben sein, okay. Gut. Ich würde mal die Killers. Soll die noch jemanden töten? Wir haben zwar eine Menge Einzelteile, aber irgendwo muss noch das Wrack selbst zu finden sein. Mach dir mal keine Sorgen, das finden wir auch noch. Ich glaube, hier ist es. Ich hab's gefunden. Bin einfach nach diesem Steinhaufen gegangen. Entscheidung. Zu Diensten.
Zu Diensten! Bereit! Leinen los! Ich werde die Dings auch versenken, die Transportschiffe danach, weil ich die dann. Wobei ich werde. Ich brauche noch. Eins brauche ich auf jeden Fall noch. Und damit werde ich den Skorpion rüberholen. Der weiß, dass ich zu viel Holz habe. Oder der zu viel Holz ein. Da hat. Arbeiter alle Mann an Bord! So. Richtig! Die sollen zueinander gehen. Aber ja. Dann können die auch so ein bisschen geschützt werden. Erziehe! Erziehe! Wir werden nicht weichen! Wir werden nicht weichen! Ich bin bereit! Wir sollen ja alle produzieren, den Gebäude kaputt gehen. Ja, kaputt gehen. Zerstört werden, meinst du? Und vorbeugende Maßnahmen erfüllt. Durch da! Ich kümmere mich darum. Hört sich gut an. Blitz schnell. Das hört sich gut an. Mir ist auch gerade wieder was eingefallen, was ich immer so sage. Und zwar, Türen sind reine Luxusgüter. Ja. Ist mir gerade wirklich so einfach so eingefallen, wenn ich so an die Schule denke. Denn bei mir in der Schule, da gibt's da ist natürlich so in der Pause, da rennen immer irgendwelche Leute rein, raus und so. Und ihr kennt ja natürlich das, immer, ihr habt gerade so Pause und wollt eigentlich eure Ruhe haben. Seid in einem Raum mit ein paar anderen Leuten, die gerade irgendwas anderes zu tun haben, als dich zu belästigen. Und so. Zu Diensten. Und dann ist es natürlich immer so, dass dann irgendwelche Leute reinplatzen oder halt rausgehen und die lassen immer diese Tür offen. Diese verdammte Tür in den Gang. Und in diesem Gang ist es immer laut. Zumindest ist es bei mir so. Ich stehe euch zur Verfügung. In der Schule. Weil bei mir ist das so, wir dürfen ja in dem Klassenzimmer bleiben. Nicht so wie bei meiner alten alle Schule. Mann an Bord. Da durften wir, mussten wir immer aus dem da raus, aber es lag daran, dass es eine große Schule war. Das ist ja jetzt bloß so eine private Schule, so eine kleine. Und da haben wir an sich keinen großen Pausenhof oder so ein Scheiß. Braucht man auch nicht. Der Hof ist gerade noch groß genug, damit der Bäcker da hinfahren kann. Und auch wieder raus kann. Und ich muss sagen, und man sieht wirklich, dass Türen reine Luxusgüter sind, denn man merkt schon, wer Türen hat und wer keine hat. Denn die Leute, die keine Türen haben, die lassen diese Türen immer offen. Die wissen nicht, dass man eine Tür auch zumachen kann. Und darum sage ich auch immer, Türen sind reine Luxusgüter. Denn nur wer eine hat, weiß, dass man sie zumachen kann. Denn es gibt auch diesen Spruch, Türen sind da, um sie aufzumachen, aber auch um sie wieder zuzumachen, ja. Oder Türen kann man auf und auch wieder zumachen. Manche Leute finden das wahrscheinlich, würden wahrscheinlich sagen, was labert denn da für ein Scheiß? Aber ich muss sagen, ich finde das schon eigentlich so, meine Lebensweisheit mit euch zu teilen, ja, ist auch immer toll. Irgendwann, wenn ich wirklich die Zeit habe und das Geld und sonst was, mir sowas zu holen, dann werde ich wahrscheinlich sowas mal so ein Bild reinschneiden und so einen Ton dann so, Lebensweisheiten mit Oscar. Naja gut, könnte ich theoretisch machen. Das sind die viel zu dicken Tyrannosaurier. Blitzschnell. Von denen jetzt einer tot ist.
Ich kümmere mich darum. Das Nest. Und da ist ein Apatosaurus. Boah, ich muss jetzt mal aufstehen. Dreck. Mir quetscht hier so meine Hose. Die Nüsse ein. Ja. Ich habe Nüsse gesagt. Nicht Eier. Weil Eier ein viel zu gängiger Begriff ist. Das war rein pure Absicht. Denn immer wenn ich hier so aber dran sitze, dann rutscht schon meine Hose so nach oben. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Jungs zumindest. Weiß nicht, wie es bei Mädchen ist. Und auf jeden Fall, da rutscht mir dann immer so diese Hose so nach oben. Das hört sich gut an. Blitz schnell. Und zwickt dann so teilweise in die Weichteile. Nächste Aufgabe. Ich glaube, ich sollte mal die Arbeiter nachschicken. Nein, ich will jetzt nicht ablenken von diesem Thema. Euer Befehl? Mir ist auch ziemlich egal, manche Leute können sagen, du bist ja voll pervers, du redest davon, dass hier deine Eier von deiner Hose eingezwickt werden. Oder ich sag, dein Hoden von deiner Hose eingezwickt werden, nur weil du hier etwas länger dran sitzt. Gibt es wahrscheinlich Leute, die würden das wahrscheinlich auch sagen. Oh, und es hat die Karte aufgedeckt. Das ist ja schön. Ich habe da eine Idee. Eine kluge. Wohl überlegt. Hört sich gut an. Eine kluge Entscheidung. Hört sich gut an. Das hört sich gut an. Oh, da oben ist ein Tempel. Und Cole rennt mit seinem Sumo-Ringer nach vorne. Der Sumo-Ringer scheint etwas schwerfällig zu sein. Extra für dich. War mir klar, dass der da wartet. Seid bereit. Ich kümmere mich darum. Ich schweige und gehorche. Euer Befehl? Zu Diensten. Zu Befehl. Zu Befehl. Ich stehe euch zur Verfügung. Aber ja. Verteidigungsturm nahe dem Flugzeug, okay. Ja. Blitzschnell. Hört sich gut an. Das hört sich gut an. Dann werde ich hier meinen Verteidigungsturm bauen. Wenn die dann hochlaufen. Ich schweige und gehorche. Boah. Wir gehorchen. Was meinst du, Bela? Glaubst du, du kriegst das hin? Positiv. Wir müssen allerdings für den Start eine Rampe bauen. Und verhindern, dass die Barbaren sich die Maschine zurückholen. Kein Problem. Sorg du nur dafür, dass die Kiste fliegt. Oh oh. Da kommt schon die Verstärkung. Die sollten unbedingt jetzt auf dem Weg nach oben kommen sein. Ich habe eine oder so schnellst wie möglich jetzt nach hier oben kommen. Nächste Aufgabe. Denn das da unten wird bald Geschichte sein, das sage ich euch. Das wird die so ein bisschen aufhalten.
ich werde sie jetzt mal hier hinschicken. Eine ausgezeichnete Wahl. So, komm, Rampe. Jetzt schneller fertig. Stets bereit. Zumindest schneller als meine Gegner. Nächste Aufgabe, eine kluge Wahl. Da kommt schon die. Da kommen die schon mit ihrer Verstärkung. Sind die, die da. Die Barbaren bekommen Verstärkung. Die Truppen sind auf dem Weg hierher. Kriegen die eigentlich nie genug? Nee. Das ist doch die beste Gelegenheit, ihnen ein für alle Mal den Appetit zu verderben. Ja, genau, der Meinung bin ich auch. Dann spucken wir den mal so ein bisschen in die Suppe. Die Rampe ist schon halb fertig. Ungefähr. Fast. Aber so viele von den Barbaren getötet habe, normalerweise müssten eigentlich bald keine mehr da sein. Ich dachte schon, da kommt noch einer. Sieht man schon, da kommt die Rampe so langsam aus dem Boden raus. Das ist schon auf 4000, würde da schon etwas mehr da sein, aber nein. Ah. Ich werde gleich speichern. Die Rampe ist fertig. Einfach so speichern. Fortsetzen. Ja. Okay. Genießt das Video. Meine Damen und Herren, hier spricht Kapitän Benedek. Herzlich willkommen an Bord meiner Maschine. Unsere Flugzeit wird voraussichtlich 30 Sekunden betragen. Sehr improvisiert. Mit dem Dinosaurier. Ich hätte nicht erwartet, dass die alte Kiste noch so agil ist. Seht mal da drüben. Christina, was ist denn das für ein Vogel? Ein Pteranodon. Du bist ja ein richtiges Prachtexemplar. Hey, wir sind nahe. Pass auf, sonst passiert dir noch was. Komm, ein kleines Höhlchen ein. Oh, das ist das, ey. Wo kommt die denn her? Shit, shit, shit! Sie schmiert ab! Hochziehen, du musst das Ding hochziehen! Sie reagiert nicht, ich kann sie nicht mehr halten! Bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis alle Trümmer vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug. Ja, das hatten wir natürlich. Ach ja. Und fortsetzen. Das war doch mal schön, oder? Der Prophet. Das wird dann die nächste Mission sein. Aber Leute, dann würde ich nur sagen, dass wir beim nächsten Mal fortfahren. Wird vielleicht jetzt dann noch nice auf Pen and Paper aufnehmen. Mal gucken.
Auf jeden Fall, natürlich, wie immer, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da, genau. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Und yo, und bis zum nächsten Mal.